Also ich glaube, wir haben hier nicht nur ein großes, sondern wir haben ein enormes Potenzial für Wasserstoff. Und deshalb genießt auch die Entwicklung der Wasserstofftechnologie bei uns absolute Priorität. Bayern hat ja hier eine eigene ambitionierte Wasserstoffstrategie vorgelegt, Vorbildfunktion mit zukunftsweisenden Akzenten. Herr Dr. Hofmeister hat es eben gesagt, dank Hubert Aiwanger. Wir konnten da zum Beispiel im vergangenen Jahr das Wasserstoffzentrum H2B in Nürnberg einweihen. Das war in der Tat ein markanter Meilenstein. Und Bayern war in der Tat Vorbild für Berlin. Der Bund hat inzwischen eine eigene Wasserstoffstrategie entwickelt, spricht jetzt sogar in Deutschland von einem Wasserstoffzeitalter und hat diesen Worten auch Taten folgen lassen. Es werden rund 300 Millionen Euro für Versuchsanlagen zur Verfügung gestellt und ich denke, das ist ein bedeutender Schritt. Für Bayern liegt die Wasserstoffkompetenz allerdings weniger darin, jetzt Wasserstoff selbst in sehr großen Mengen zu produzieren. Wir benötigen die EEG-Befreiung hauptsächlich dafür, um Anreize zu schaffen, Wasserstofftechnologien auf internationalen Weltklasse-Niveau in Bayern zu entwickeln und dann auch weltweit weiter zu verkaufen. Also es geht uns darum, dass Wasserstoffanwendungen zum Beispiel in Verkehr und Industrie, dass die Wasserstoffinfrastruktur, dass Geräte für Herstellung, für Lagerung, Transporte und Logistik aus Bayern kommen. Made in Bavaria, das soll ein Markenzeichen, ein globales Gütesiegel für die Wasserstofftechnologie sein. Und wir haben das mal runtergerechnet. Die bayerische Wertschöpfung ist anteilsmäßig in der Tat enorm. Wir reden hier von 2,3 Milliarden Euro bis 2030 und über 7 Milliarden Euro bis 2050. Und wir werden rund 15.000 Arbeitsplätze in der bayerischen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 damit schaffen können. Daher ist die bayerische Wasserstoffstrategie ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Bayern. Er wird flankiert durch eine weitere Unterstützung von 50 Millionen Euro für den Aufbau einer innovativen Wasserstofftankstelleninfrastruktur. Und ich bin überzeugt, Wasserstoff wird eine tragende Rolle bei der Energie, aber auch bei der Wärme- und Mobilitätswende spielen. Sektorenkopplung ist hier das Stichwort. Wasserstoff als Multitalent zu sehen. Wasserstoff ist Brennstoff, Wasserstoff ist Energiespeicher und Wasserstoff ist ein Energietransportvektor. Wasserstoff für uns also die Schlüsseltechnologie der Energieträger der Zukunft. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, Wasserstoff nicht nur für die Stromwende, sondern eben auch übergreifend auf die Sektoren Wärme und Verkehr. Ich denke da gezielt an die Förderung neben der Elektromobilität natürlich Hybrid-Wasserstofffahrzeuge der Zukunft mit Brennstoffzelle im Schwerlast, im Flug oder im Schiffsverkehr. Also da hat uns das EEG sehr weitergeholfen. Eben beim Wasserstoff, da glaube ich, sind wir in die richtige Richtung gekommen, bringt viele Fortschritte. Insgesamt zu diesem Punkt konnte viel Positives erreicht werden. Andere Änderungen dagegen im EEG möchte ich aber auch noch abschließend sagen, durchaus als kritisch zu bezeichnen.